Hallo, ich bin die Marie und ich habe vor 10 Jahren mit dem Salzburger Frauenlauf zum Laufen angefangen und seitdem laufe ich regelmäßig auch bei Wettkämpfen mit, weil ich das Gefühl, an der Startlinie zu stehen, einfach total gern mag. Aber ins Ziel zu kommen, das ist dann die wirklich große Belohnung für das, was man geleistet hat dazwischen. Okay, hi, ich bin die Sissi. Also ich laufe noch nicht so lange. Ich habe kurz bevor ich nach Salzburg gezogen bin, habe ich erst angefangen. Und mei, was braucht man zum Laufen? Ich brauche mich selbst und ein bisschen Motivation. Und die Motivation hole ich mir durch andere Leute. Ich laufe gerne in der Gemeinschaft und bei so einem Lauftreff, da kommt man immer als Sieger raus. Hallo, also ich bin die Katharina und ich bin die Alexandra. Wir sind Schwestern und beide aus Salzburg. Wir treiben immer gemeinsam Sport und beim Laufen ist das Coole, dass wir uns immer gegenseitig motivieren können. Also wenn der eine jetzt mal sagt, nein, er ist nicht so in Stimmung, dann habe ich Gott sei Dank die Alexandra, die mich da ein bisschen pusht. Oder eben andersrum. Ich bin Doris, ich bin jetzt seit einem halben Jahr Mama und ich habe vor der Schwangerschaft bin ich viel laufen gegangen und die haben mir vorgenommen, dass ich jetzt noch ein Kind jetzt wieder einsteige. Hallo, ich bin die Steffi, ich bin Sportstudentin in Salzburg und für mich ist Laufen einfach die Auszeit, die ich brauche zwischen Arbeiten, Praktikum und Studium, wo ich einfach abschalten kann, einfach Zeit für mich selber habe und einmal nicht den ganzen Stress vom Alltag wieder mitzahlen kann.